Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute so ein kleines Opening machen. Ich habe mir nämlich wieder insgesamt 5 Paragon-Kisten zusammengefarmt. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Und zwar habe ich auf dem Hordenchar eine Kiste rumflacken von Neidgebundenen, wo Gold, Kriegsressourcen und Dienstmedaillen drin waren. Ja, das ist jetzt nicht so nice, aber ich habe auch noch ein paar Kisten hier auf dem Alichar. Und zwar unter anderem auch eine Rossbolzen, eine von den Anquanern, eine von der 7. Legion und dann nochmal eine von den Rossbolzen, damit wir auf 5 kommen. Und ich hoffe ja, dass ich hier die Essenzen rausbekomme. Die fehlen mir ja unter anderem noch. Und ja, drückt mir die Daumen, dass ich da vielleicht die eine oder andere Essenz rauskriege. Ich brauche vor allem die Tank-Essenzen, das ist halt das Wichtige. So, jetzt schauen wir mal rein. Also, Anquana, gib mir die Legendary Tank-Essenz. Nein, ich habe sie nicht gekriegt. Okay, aber vielleicht von Mechagon? Ach komm, so eine Kiste habe ich noch. Ich habe jetzt schon echt viele Kisten aufgemacht, ne? Warte mal. Nee, das zählt leider nicht mit, die Kisten. Die haben es mitgezählt, solange ich die Toys noch gebraucht habe, ne? So, eine zweite Chance habe ich jetzt noch. Und? Ach, fick dich doch, Blizzard. Diese blöden Essenzen, ich krieg's halt einfach nicht, ne? Na, ja, das war eine Nullnummer. Ich habe nur Gold und Kriegsressourcen, aber dafür, ja, einiges in Gold rausgezogen. Naja, dann halt das nächste Mal. Gut, das war's mit meinem kleinen Opening. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht mal eine Legendary Essenz rausgekriegt habt. Ich scheine sie nicht zu kriegen. Bin jetzt demotiviert. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.